Andreas Ottenschläger von der ÖVP ist der nächste Redner. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem der SPÖ, weil es heute in der Debatte schon vorgekommen ist, möchte ich Ihnen ein Zitat vorlesen aus einem Artikel. Auch Christine Meyerhuber vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO führt die gute Situation der Österreicher auf die staatlichen Stützungsmaßnahmen zurück, darunter die Kurzarbeit, aber auch die diesjährige Pensionserhöhung und Steuerreform. Das WIFO rechnet sogar damit, dass das verfügbare Nettoeinkommen heuer um 2% steigen werde. Meine Damen und Herren, warum erwähne ich das hier? Weil immer wieder die Debatte darüber geführt wird, wen wir vielleicht zurücklassen. Wir versuchen, niemanden zurückzulassen, sondern wir versuchen, so gut es geht, allen zu helfen. Und das ist auch der Beweis dafür. Und nun zur Investitionsprämie, auch wenn das Spielfeld in der Debatte gerne jetzt natürlich von Oppositionsabgeordneten erweitert wird. Ich habe den Eindruck, dass das eigentlich eine sinnvolle Maßnahme ist, so wird es, glaube ich, ja von allen gesehen. Ja, das sollte man auch einmal sagen. Die Investitionsprämie zieht eben, es wurde auch schon erwähnt, Projekte vor. Das hat auch den Grund, weil es natürlich eine zeitliche Befristung ist. Das erbringt ja diesen Vorzieheffekt, dass Projekte, die sonst vielleicht erst in 1 oder 2 Jahren angegangen wären, jetzt schneller angegangen wären. Und das ist genau das, was wir ja erzielen wollten, wozu diese zeitlich befristete Investitionsprämie da ist. Und sie ermöglicht betriebswirtschaftlich vielleicht grenzwertige Investitionen. Und auch das ist jetzt gerade wichtig für die Konjunktur, für die Unterstützung der Konjunktur und damit einhergehend auch für den Erhalt von möglichst vielen Arbeitsplätzen. Und es wurde auch schon erwähnt, dass diese Investitionen vor allem in der Höhe, also die stärkere Investitionsprämie, die höhere mit 14%, vor allem auch in zukunftsgerichtete Projekte investiert werden. Stichwort Ökologisierung und Digitalisierung. Und wie es die Frau Bundesministerin ja schon ausgeführt hat, das sehen wir an den Maßnahmen, dass es wirklich sehr gut wirkt. Der Hebel ist da bei 2,5 Milliarden Euro, die bis jetzt in etwa an Investitionsprämien zugesagt wurden. Das löst fast über 20 Milliarden aus. Also ich glaube, das ist ein Programm, das sich mehr sehen lassen kann. Ein Programm, das sich sehen lassen kann, ist für Andreas Ottenschläger von der ÖVP die Investitionsprämie.